Hallo und herzlich willkommen bei Need for Speed Most Wanted. Ja, wir machen jetzt Rennen wieder und mal sehen, was uns da schon wieder blüht. Ne? Also, mal schauen. Und wenn ich Runden K.O. kriege, brauche ich eine Zigarette. Weil ich habe, seit ich die Pass jetzt hier mache, noch nicht geraucht. Natürlich. Aber nur eins. Super. Aber ich werde ihn jetzt mal schnibbeln und dann, komme ich gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Oh, ich wollte schon wieder einen Controller in die Hand nehmen. Das kann ich doch über, spiel doch aus über Tastatur. Obwohl, wäre eigentlich ja auch mal was, ne? Aber, weiß ich nicht. Mache ich das nächste Mal. Wenn ich daran denke, mache ich das nächste Mal vielleicht. Mal gucken. Bei dem Controller, ich weiß nicht, wäre mal eine Mammutaufgabe für mich. Ja, ich habe auch mal so ein kleines Thema. Ein kleines. Es geht darum... perfekter Start. Es geht darum... Ich bin da mit meinem 3DS, bin ich auch öfters im Miiverse unterwegs. Und das zu verschiedenen Zeiten. Und ich male ja auch Bilder da und so, die auch gut ankommen. Kann ja vielleicht auch mal eins reinsetzen hier als Foto. Und ja, das habe ich gemalt. Und ja, wenn ich so auf die Uhr schaue manchmal, wann so die Nutzer, also was schreiben oder online sind oder was liken, dann mache ich mir schon ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen, weil ich meine, gut, es sind nicht nur Kinder da, das muss ich auch mal sagen, dass da nicht nur Kinder schreiben und quasi liken, aber ja, das, also nochmal zur Erklärung, was Miiverse überhaupt ist. Miiverse kann man so sagen, ist eine kleine Facebook-Kopie, nur für den 3DS und für die Wii U. Ist so eine, ja, so ein Facebook-Verschnitt einfach. Nur, dass man da keine Bilder posten kann. Nur statt Bilder kann man Zeichnungen posten. Und ja, sonst ist es ein bisschen wie Facebook. Ja, wenn ich so Likes bekomme oder so, oder gucke, wann da welche schreiben oder was reinsetzen oder was posten oder so. Wenn ich so auf die Uhr gucke und sehe, dass da 2 Uhr morgens da vielleicht, ich weiß nicht, ob es Kinder sind, das sind ja, Alter wird ja nicht angezeigt. Wenn ich das so sehe, mache ich mir manchmal echt Sorgen. Weil, welche Mutter lässt ihr Kind 23 Uhr bis 2 Uhr morgens da so rumdaddeln und im Miiverse rumeiern und naja, mir gut, wenn Ferien sind, ausnahmsweise, mein gut, 23 Uhr bis 2 Uhr wäre ein bisschen übertrieben, aber weil da sollte ein Kind eigentlich schon schlafen. Aber wenn ein Kind jetzt zum Beispiel mal 22 bis 22 Uhr aufbleiben darf, ist das okay. Würde ich zumindest okay finden. Wie das anders ist, weiß ich nicht. Wow. Alter, was ein Vorsprung ich habe. Krass. Aber 23 Uhr bis 2 Uhr morgens, da sollte ein Kind mindestens schon im Bett sein und sich einen grunzen. Weißt du, da... Ich meine, es liegt immer an den Eltern, weißt du, wann die ihr Kind ins Bett schicken. Aber wenn die das Kind so früh, so spät ins Bett schicken,
Ich meine, gut, manchmal macht man das ja auch heimlich. Habe ich ja damals auch gemacht, dass ich heimlich wach geworden oder wach geblieben bin. Und ich dann noch, weiß ich nicht, gezockt habe oder so. Weil ich nicht schlafen konnte. Bis die Eltern das gemerkt haben. Habe ich auch gemacht damals. Das ist ja normal. Ne? Aber so lange bis 2 Uhr morgens, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Kind bis 2 Uhr morgens nicht schlafen kann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann mir keiner erzählen. Sag mal, wo ist denn der Vorsprung geblieben? Junge, ich hatte so viel Vorsprung, jetzt klebt er meinem Arsch. Was geht? Juhu! Yeah! Nettes Foto. Einheiten. Nein, nicht Einheiten. Lieber Zweiheiten. Oh mein Gott. So. Ja, haben wir schon mal das Gelittene geschafft. Was heißt, 3 Runden? Maximal. Ach, 2 Runden. Ah, Kopfrisiko maximal. Das ist so. Ey, der hat das gleiche Auto wie ich. Arschloch! Hat denn Schweden Flagge? Was ist das für eine Flagge eigentlich? Ist das Schweden oder... Nee, Finnland, ne? War das eine Finnland-Flagge auf seinem Auto? Ich glaube schon, ne? Ich weiß das gar nicht. Wer backt sich überhaupt eine Flagge aufs Auto? Ich meine, gut, zu WM kann man machen, aber... Aber nur als hier so eine Fähnchen am Auto oder diese Spiegel, also Rückspiegelschutz da, diese komischen Seitenspiegel-Dinger da. Oder im Fenster irgendwie so eine Dinger da rein. Da gibt es ja genug. Zu WM oder EM ist es ja... Wow, ist es ja präsent einfach. Da sieht man das massenhaft einfach. Finde ich auch nicht schlimm, also. Ich hänge ja auch meine Fahne immer vom Balkon, wenn EM oder WM ist. Da gucke ich auf Fußball auf jeden Fall. Man sollte ja auch für seine Mannschaft stehen, ne? Und die auch anfeuern. Sollte man ja auch tun. Ist ja auch völlig legitim. Na gut, ich habe 2 Runden. Kann ich noch aufholen. Finde den Motorsound irgendwie geil. Achtung, Kanal 2. Haben mehrere Notrufe über Raser in nördlicher Richtung. Notrufe? Notruf wurde leider abgesetzt. Gab's damals mal mit Hans Meiser. So. Wow. Wie lange das schon her ist einfach. Kam Notruf eigentlich mit Hans Meiser? Kam das eigentlich auf RTL? Ich weiß das gar nicht. Habe ich mit meinen Eltern immer geguckt. Und danach, aber nach manchen Sachen wurde ich immer ein bisschen traumatisiert, weil manches war schon dezent ekelhaft, weil das, was sie damals also reingeschnitten haben, heutzutage wird das ja ausgepixelt eigentlich, weil wenn sich einer jetzt mit der Kreissäge ins Bein schneidet und da so eine riesige klaffende Wunde ist und der da wirklich direkt reinfilmt. Also als Kind habe ich da wirklich, wo ich Armbrot gegessen hatte, mir kam bald wirklich das Armbrot wieder hoch, wo ich das gesehen habe. Das war schon wirklich richtig ekelhaft. Nachher habe ich auch die Augen zugemacht und mir die Hand vor Augen gehalten, weil das einfach nur, das war einfach nur ekelhaft. Na gut, heutzutage wird das zensiert, sowas. Aber für damalige Verhältnisse, das war schon echt ekelhaft. Also, ne, da kann man auch schon wieder sehen, wie das
Fernsehen sich gewandelt hat einfach. Gerade wie sich RTL gewandelt hat, weil es kommt einfach nur Scheiße nur noch. Damals waren die Sendungen und so, da ging das ja alles noch, ne? Aber heutzutage, Alter, das konntest du ja echt vergessen. Und ich habe nicht mal Polizei gekriegt, Alter, und das auf Korbrisiko maximal, Junge. Wie krass ist das bitte? Wie viel Glück habe ich denn bitte? So. Haben wir noch irgendwie Rundkurs oder irgendwas? Oh, Alter, schon wieder maximal alles. Ich mache erstmal die Radarfallenrennen. Ja, aber die Sendungen, die haben sie alle gewandelt. Ich meine, ich höre mich an wie so ein alter Sack, wie so ein alter Ober, der euch da irgendwas vorquatscht. Damals war alles besser. Ne? Aber es ist nun mal so. Das ist. Ich fand damals, es war alles besser. Weißt du, da. Damals die D-Mark war auch besser. Weißt du, damals konntest du eine Kugel Eis für 50 Cent kaufen. Weißt du? Heute legst du 2 Euro hin, wenn du ein Eis haben willst. Oh, kennt ihr die Lutscher von damals noch? Diese Kirschlutscher, die man am Eiswagen immer gekriegt hat? Boah, die waren so lecker einfach. Die waren lecker auf jeden Fall. Boah. Mein Boden vibriert. Weil die draußen schon wieder arbeiten. Oh, macht weiter, das ist schön. Spar mir einen Vibrator am Arsch. Oh, 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 jetzt legen wir aber richtig los mit Vibrieren hier. Oh, geil. Oh, schöne eine schöne Arschmassage hier. Mein, schön. Weil die planieren den Boden unten, also draußen. Weil die bauen ja noch. Und die planieren den Boden da richtig. Und oh, das vibriert. Das ist schon krass, wie das ganze Gebäude vibriert, nur weil sie an der Straße arbeiten. Das ist... Oh, 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 ja, oh, ja, oh, geil. Oh. Oh. Boah. Alter, wie das vibriert, ey. Alter. Ich meine, das merkt ihr nicht, aber... Boah, das vibriert extrem. Oh. Oh, mein Arsch. Der wird schön durchgerüttelt. Oh, geil. Jetzt habe ich einen Massagesessel. Ich habe einen Massagesessel gerade. Oh, oh, ja, geil. Oh, macht weiter. Das ist geil. Oh, geil. Schöne Arschmassage hier. Autsch. Was machen die? Ich guck mal kurz, was die draußen machen. Entschuldigung. Alter. Was machen die denn? Ui, da bin ich wieder. Nee, die planieren das da mit einer Walze. Die ebnen die Straße mit einer Walze gerade. Deswegen habe ich so einen Arschvibrator gerade. Ist aber geil irgendwo. Kriegt man ja bald einen Ständer. ja. Yay, ich darf wieder mit einem pinken Auto fahren. Gut, dass ich es nur ungefärbt habe. Oh, 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 ja. Oh, jetzt geht's wieder los. Oh. Jetzt geht der Arschvibrator wieder los hier. Draußen. Fühlt sich geil an, wenn man so sitzt und ein vibrierter Arsch. Dann, ja. Kommt eine Massage gleich. Wieso nehme ich Nitro hier? Das darf ich eigentlich gar nicht. Weil ich hier Nitro brauche! So. Was? Einer war schneller? Aber der hat auch ein Lambo, ne? Der hat ja auch ein Lambo wie ich.
Na, mal schauen. Mensch, Leute, vibriert mal. Oh, ja, jetzt vibriert er wieder. Jetzt vibriert mein Arsch wieder. Finde ich irgendwie geil. Feier ich irgendwie. Nein. Ah, scheiße. Ich meine, er ist schön. Ich bin trotzdem euer sehr cool. Nein, doch nicht. Oh ja, vibriert wieder. Oh, mach weiter. Mein Arsch vibriert. Naja. komm schon. Alter. Ja, Dritter, genau. Mobbt mich noch mehr hier. Ich war abgelenkt, mein Arsch vibriert. So. Arschvibrationen.de. Weißt du? Bestimmt eine geile Seite. Boah, knapp. Warum nicht gewinne ich jetzt hier, ne? Oh ja, er vibriert wieder. So, dann machen wir noch mal ein neues Radarhornrennen. Oh ja, oh, wie das schön, das vibriert einfach. So ein vibrierender Stuhl ist doch geil. Also ich meine den Schutz, also ich meine den Stuhl zum Draufsetzen. Nicht, dass ihr denkt, meine Scheiße vibriert. Das wäre strange. Dann sollte ich zum Arzt gehen. Hier bin ich noch nie lang. Alter! Ich hab nicht gebremst. Autsch. Der Arsch hat mich gebremst, ey, das gibt's doch nicht. Den werde ich ihm gleich versohlen, den Arsch, weißt du? Am besten mit einem schönen Fleischklopper, weißt du? Schöner Fleischklopfer, Alter. Immer rauf auf den Arsch. Dann wird er schön zart. Das vibriert mich schon gleich wieder dahinter. Fühlt sich gut an. Am besten würde ich mal runterbrüllen, macht weiter, aber... So spart man sich ein Massagesessel. Wenn die draußen einfach mal bauen. Brauchst kein Massagesessel mehr. €690. Oh, das sieht nicht gerade gut aus. Weiß nicht, ob ich das denn fürs 2 schaffe. Ich denke eher weniger. Weil das doch ein bisschen gelitten ist. Schon wieder 2 da. Gewonnen. Fürs Try. Cool. So.
Oh ja. Mm. Jetzt vibriert mir schon wieder der Arsch. Das ist, ich glaube, den Part nenne ich so auch so Arschvibrator, weißt du? Mm. Ist schon geil. So. Ja. Machen wir das mal. Dann haben wir noch die leichten Rennen. Also das letzte Rennen sein, weil ich muss ja schon mal reden. Wieso nehme ich mehr Nitro, Mann? Ich darf kein Nitro nehmen. Und dennoch in so einer beschissenen Kurve. Autsch. Wow. Help me. Was? Ich bin Dritter? Warum? Ich hab doch alles gegeben, Junge. Autsch. Wieder ein First Try. Juhu. Gut, jetzt machen wir was. Und der Schlüpfer. Und dann speichere ich nochmal. Sicherheitshalber. So, und dann kommen wir in den Endscreen. Ja, herzlich willkommen im selbigen. Und ja. Ja, mit den Arschvibrationen, das war ja mal eine geile Erfahrung, wenn ich das mal so sagen darf, im wahrsten Sinne. Weil das war schon geil. Also, so geil wie die alte, die da gerade ist. Ja, das war schon... War schon eine witzige Erfahrung, wenn ich das mal so sagen darf. Also, mir hat während eines Let's Plays noch nie der Arsch vibriert. Das war schon geil. Das habe ich echt gefeiert. Das geht im nächsten Part auch weiter. Zwar vermindert so ein bisschen, aber ja, ich werde es vermissen, sag ich mal. Na, ich habe es echt vermisst, also. Ja. Aber die Rennen sind ja eigentlich ganz gut gelaufen, außer, ja gut, ein, zwei Fails habe ich gemacht, aber... Naja, man kommt halt auch nicht ohne Fails aus. Dann habe ich da wirklich die Animation reingemacht, wie einer mit einem Holzhammer auf den einen Arsch versohlt. Ich glaube, ich gehe mich schämen. Ey. Alter. Ich mache immer so viel Scheiß. Ich schneide immer so viel Scheiß mit rein. Das ist unfassbar. Oh. Ja, wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr mich abonnieren. Sonst würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao. You never know what might happen, do you? I gotta go. I'll hook up with you later.